Am Golf von Tehuantepec herrscht ein raues Klima. Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Stundenkilometer sind hier keine Seltenheit. Doch die Menschen haben gelernt, mit dem Wind zu leben. Um ein ausgedehntes Lagunensystem liegen die Dörfer der indigenen Ikots. Die Ikots leben vom Fischfang und Landwirtschaft. Was sie fangen und ernten, reicht für ein bescheidenes Auskommen. Interrumpimos esta nota porque está sonando en estos momentos la alerta sísmica. Doch im September 2017 wurde die Pazifikküste Mexikos von einem schweren Erdbeben heimgesucht. Auch die Dörfer um die Lagunen waren davon betroffen. Viele Häuser wurden zerstört. Über Monate lebten die Menschen in Zelten oder Notunterkünften. Staatliche Hilfsprogramme liefen nur langsam an und erreichten viele gar nicht. Nach dem Erdbeben wurden 4 Klassenräume abgerissen. Davon abgesehen sei nicht viel geschehen in den 6 Monaten seit dem Erdbeben, erzählte Alejandro Matos Ramos noch Anfang 2018. Direktor Matos, wie er von allen genannt wird, leitet die Grundschule von San Dionisio del Mar. Der Unterricht musste immer noch in improvisierten Klassenräumen abgehalten werden, berichtete er weiter. Denn es gab zwar viele Besuche aus der Hauptstadt, aber niemand hat gesagt, wie es weitergehen soll. Auch ein gutes Jahr nach dem Erdbeben ist wenig passiert. In San Mateo del Mar, auf der anderen Seite der Lagune, sind Kinder und Eltern zur Weihnachtsfeier im staatlichen Kindergarten zusammengekommen. Gefeiert wird auf einer Baustelle. Der Wiederaufbau will nicht so recht vorankommen, erklärt Beatriz Gutierrez Ruiz, Leiterin des Kindergartens. Bisher ist nur die Ludothek fertiggestellt. Und auch das nur mit der Unterstützung von Hilfsorganisationen und der Eltern. Warum es ohne Selbsthilfe nur schleppend vorangeht, dafür hat Beatriz Gutierrez eine Erklärung. Die Regierung interessiert sich nicht für die indigenen Gemeinschaften und deren Bildung. Mit den Auswirkungen des Erdbebens kämpft auch die kommunale Oberstufe in San Francisco Ixhuatan. Aber wir haben weitergearbeitet, zuerst den Nachbarn geholfen und dann gemeinsam unsere Klassenräume wieder aufgebaut. Erzählt Manuel Antonio Ruiz. Ruiz ist Leiter der freien Schule. Aber auch in Ixhuatan kam der Wiederaufbau nur mit finanzieller Unterstützung von Hilfsorganisationen und der Mithilfe der Eltern voran. Denn die kommunale Oberstufe gilt als Privatschule und erhält keine staatliche Unterstützung. Über die Anfänge der kommunalen Oberstufe Anfang der 80er Jahre berichtet Ruiz. In der Comunidad de por sí habían profesionistas. Entonces lo que hizo este maestro fue juntar a esas personas. Im Ort gab es damals keine weiterführende Schule. Deshalb ergriff ein engagierter Lehrer die Initiative, versammelte Gleichgesinnte um sich und gründete eine. Y decirles vamos a poner una preparatoria porque no hay. 1982 fing der Schulbetrieb an und 1985 wurde die Oberstufe offiziell als weiterführende Schule anerkannt. Empezamos a trabajar por el fortalecimiento de la comunidad y no para trabajar el sistema escolar. Wichtig war den Initiatoren allerdings, dass ihre Schule nicht nur als Baustein im öffentlichen Bildungssystem dient. Sie sollte in erster Linie die Gemeinde stärken und den jungen Menschen helfen, in dieser Arbeit zu finden. Necesitan tener un trabajo que les permita vivir dignamente en la comunidad. Wie wichtig dieser Ansatz ist, weiß José Abel. José Abel lebt in San Francisco del Mar, Pueblo Viejo, wo es seit 3 Jahren eine Außenstelle der freien Schule von Ixhuatan gibt. Als ich in der Grund- und Mittelschule war, dachte ich nur daran, wegzugehen, um Geld zu verdienen. Grund- und Mittelschule konnte José noch im Ort besuchen. Für die weiterführende Schule hätte er sein Heimatdorf verlassen müssen. Dafür reichte aber das Geld nicht. Jetzt ist José Freiwilliger und Schüler an der neuen kommunalen Oberstufe von Pueblo Viejo. Und das hat seine Einstellung zum Leben in seinem Dorf verändert.
Die Aktivitäten der Schule haben uns bewogen, mehr an unsere Gemeinde und nicht mehr ans Weggehen zu denken. Was diese Aktivitäten sind, erklärt Asani Martinez Mateos. Neben dem regulären Unterricht gibt es Projekte und Workshops, in denen die SchülerInnen sich mit praktischen Dingen beschäftigen. Los proyectos los llevamos a cabo los viernes y los talleres los llevamos a cabo el jueves, como el día de hoy. Die Workshops sind immer donnerstags, wie heute. Es gibt Workshops wie Zeichnen, Schulgarten oder Video. Video. Wichtig bei allen Projekten und Workshops ist, dass sie dem Dorf nützen, ergänzt Asani. Dann eilt sie hinüber zum Schulgarten, wo ihre Klassenkameraden schon auf sie warten. Dass die Aktivitäten wirklich dem Leben im Dorf zugutekommen, dafür sorgt eine enge Zusammenarbeit der Schulleitung mit der Gemeinde, erklärt Eufemio Felipe Jiménez, Leiter der kommunalen Oberstufe von Pueblo Viejo. Nosotros hemos hecho un análisis de la realidad comunitaria con la gente, que cuáles son los problemas. Wir haben uns angeschaut, welche Probleme es in der Gemeinde gibt, und für diese Probleme versuchen wir Lösungsvorschläge zu machen. Im Gegenzug unterstützt die Gemeinde die Schule finanziell und beim Ausbau der Schulgebäude. Für José Abel haben sich mit der Gründung der kommunalen Oberstufe ganz neue Perspektiven ergeben. Jetzt kann er nicht nur in seinem Heimatort weiter zur Schule gehen, sondern hat auch einen Job und somit ein kleines Einkommen.